Ein New York Times Interview von Gerd Schröder. Ja, ein Gespräch in Schröders Büro in Hannover über Putin, sein Freund, von dem er sich ja bezahlen lässt, über den Krieg, über all die Opfer, Kinder und Frauen. Und was macht Schröder? Er steht zu Putin. Keine Distanz zu dem Mann, der Kriegsverbrechen begeht, keine Reue, nichts. Im Gegenteil. Ja, das sind die Bilder. So inszeniert er sich dort also in seinem Hannoveraner Büro. Und er sagt dann diese Sätze. Also das hätte ein Reue-Interview werden können. Nee, er sagt, ich mache jetzt nicht einen auf mea culpa. Das ist nicht mein Ding, sagt Gerd Schröder. Und er spricht dann weiter über ihn sich selbst als Interessenvertreter. Er habe doch immer die deutschen Interessen, den deutschen Interessen gedient, sagt er. Ich tue, was ich tun kann. Und jetzt sagt er den entscheidenden Satz, wenigstens eine Seite vertraut mir. Und wir können hier dreimal raten, wen er damit meint. Natürlich die Seite Moskaus, Putins Seite, den Kreml. Ja, Paul Ronsheimer ist weiter bei uns. Und Paul, wir wollen einmal gemeinsam in ein Interview reinschauen, das du geführt hast mit Vitali Klitschko, dem Bürgermeister von Kiew, der sich ganz klar geäußert hat zu diesem Statement, zu diesem Interview in der New York Times, ja, von Gerd Schröder, dem Ex-Kanzler. Wenn man bekommt das Geld, wenn er arbeitet in Russland und kriegt Millionen von Gazprom, von Putin, man muss einfach zu sagen, welche Interesse er verteidigt. Seine Arbeitsgeber oder Deutschland. Und was betrifft internationale Rechte, was betrifft europäische Werte, diese Aktivität, man kann nicht akzeptieren, man kann nicht begreifen. Man kann nicht halb schwanger zu sein. Paul Ronsheimer bei uns zugeschaltet aus Kiew. Du hast dieses Interview geführt und man hört heraus, die Fassungslosigkeit ist wirklich groß über dieses Interview des Ex-Kanzlers und der Vorschlag steht im Raum, dann kann er ja nach Moskau ziehen. Ja, Patricia, genau so ist es. Vitali Klitschko hat danach mit mir noch weitergesprochen und hat gesagt, dann soll doch Gerhard Schröder nach Moskau ziehen. Und er hat auch gesagt, was ist eigentlich mit seinen Konten und was ist mit einer No-Fly-Zone, No-Fly-List sozusagen für die USA? Also der Druck aus der Ukraine Richtung Gerhard Schröder, Richtung Deutschland, Richtung SPD, der wird immer größer. Danke, Paul Ronsheimer, für deine Einschätzung aus Kiew. Und darüber wollen wir hier weiter sprechen im Studio, über dieses seltsame Gerd Schröder-Interview und diese Inszenierung dort des Altkanzlers in der New York Times mit unserem Bildchefreporter Peter Thiele. Grüß dich, Peter. Wir schauen nochmal gemeinsam auf diese Fotos drauf. Gerd Schröder, ja, das ist ja eine ganz besondere Form der Inszenierung dort in der New York Times. Er als, ja, alter Machtmensch dort in seinem Büro in Hannover, inszeniert durch die New York Times, in der New York Times, und dann eine Chance, die er verpasst, eigentlich sich zu distanzieren, jetzt endlich von Putin, und er macht das Gegenteil. Also wenn wir die Fotos sehen, die wir jetzt gerade nochmal sehen, wenn Gerhard Schröder ein Rapper wäre, würde er da mit Bling-Bling und Goldkettchen sitzen und in etwa das Niveau hat er jetzt auch gerade erreicht, also sich in der Situation so nochmal zu inszenieren und zu zeigen, dass er ein Reue-Interview gibt, daran glaube ich schon ganz lange nicht mehr. Bei Gerhard Schröder tickt schlicht und ergreifend so, wie wir ihn A hier sehen und dann B, wie wir ihn hören und auch immer vernehmen. Gerhard Schröder ist auf russischer Seite. Gerhard Schröder hat die Seiten gewechselt und besonders pervers ist eine Aussage, die er getroffen hat, dass er gefragt worden nach den Kriegsverbrechen in Butscha und an anderen Orten. Und da hat er gesagt, dass er nicht glaubt, dass der Befehl von Wladimir Putin kommt, sondern von unteren Ebenen. Und das ist wirklich an Perversität und an Ekligkeit kaum noch zu überbieten, ihn da aus der Verantwortung rauszunehmen. Es ist der Befehl. Er relativiert Butscha. Komplett. Also sowohl Butscha wird relativiert, als auch die Verantwortung von Wladimir Putin. Das ist der Oberbefehlshaber der russischen Streitkräfte. Und er hat den Befehl erteilt, und zwar allein. Es ist zum Anfang immer da, also Dmitri Peskov, sein eigener Sprecher, hat darauf bestanden, dass jede Entscheidung, jeder Befehl von Wladimir Putin direkt kommt, um einfach klarzumachen, da sitzt der Woscht, der Führer, das ist das russische Wort dafür, der große, starke Mann, der da im Kreml sitzt. Und Gerhard Schröder schlägt sich voll auf seine Seite, da ist er schon. Und wenn die Klitschkos jetzt fordern, er soll Deutschland verlassen, nein.
er soll mal schön hier bleiben. Er ist hier von den Leuten gewählt worden. Wir müssen ihn vor Augen behalten für das Totalversagen der deutschen Politik. Er ist von den Deutschen ja auch gewählt worden. Die meisten Deutschen sind diesen Weg tatsächlich auch mitgegangen und haben auch geglaubt, das, was Schröder, Steinmeier, Merkel machen, ist das Richtige. Und wenn wir das so wollen, dann müssen wir den als Mahnmal hier quasi haben und dann leiden wir halt an Gerhard Schröder. Lass uns noch mal auf einige Aussagen blicken aus diesem wirklich, ja, man muss sagen, bemerkenswerten Interview, bei dem ja auch, so sagt die Korrespondentin der New York Times, ganz schön viel Weißwein geflossen sein soll. Ja. Und er betonte immer wieder, man solle sich nicht von Putin lösen. Man müsse auch nach dem Krieg wieder zurückkehren. Das könne man sich wirtschaftlich gar nicht erlauben. Es ist nicht ansatzweise zu sehen, dass er irgendwelche Konsequenzen weder für sich noch für Deutschland aus dieser Situation gerade zieht. Ich gehe mal so weit, dass Gerhard Schröder überhaupt nicht mehr versteht, worum es überhaupt geht und wo sein eigener Fehler eigentlich lag. Das hat er schlicht und ergreifend nicht verstanden. Das mag daran liegen, dass er die wandelnde Wodka-Kugel von Wladimir Putin ist. Also, dass da so viel Weißwein geflossen ist, das ist nicht umsonst bemerkt worden. Er hat nicht begriffen, dass das, was er gemacht hat, nicht nur im deutschen Interesse war. Das war das Gegenteil, denn es ging gegen Europa, es ging komplett gegen Osteuropa und was gegen Europa geht, ist nicht im deutschen Interesse und uns in eine Abhängigkeit zu bringen, ist nicht im deutschen Interesse und ihm das Konto zu füllen, ist nicht im deutschen Interesse. Gerd Schröder hat einzig und allein in seinem eigenen Interesse gehandelt. Wir müssen immer daran denken, wir hatten es vor kurzem mal enthüllt, ganz früh hatte der Kreml Ende 98, Anfang 99 hat der Kreml einen Plan gefasst, Gerhard Schröder sich gefügig zu machen. Ganz offensichtlich ist er relativ gut aufgegangen und Gerhard Schröder konnte unter Wladimir Putin 2 Kinder aus Russland adoptieren. Das war juristisch heikel, es ging gerade so, aber der Kreml hat, das hat der Kreml damals selber eingeräumt, eingegriffen und hat das ermöglicht. Und da ist halt viel Dankbarkeit, da ist viel Abhängigkeit und Gerhard Schröder ist halt Gerhard Schröder, den werden wir nicht mehr ändern. Wir müssen damit leben, dass wir eine wandelnde Schande als Altkanzler haben. Wie jetzt weiter mit Gerhard Schröder? Das ist die entscheidende Frage, vor allen Dingen für seine Partei, die weiterhin seine Partei ist, die SPD nämlich. Zufälligerweise auch gerade die Kanzlerpartei, die Regierungspartei. Wie geht sie jetzt mit Gerhard Schröder um? Am Abend war hier bei Bild Live in den richtigen Fragen zu Gast Hendrik Wüst, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident. Und der hat nochmal gesagt, das ist eine neuerliche Provokation, dieses New York Times Interview. Spätestens, allerspätestens jetzt muss die SPD reagieren. Hendrik Wüst, wollen wir einmal reinhören, in den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten, hier zu Gast. Ja, das Interview von Gerhard Schröder in der New York Times ist schon ziemlich verstörend. Und es muss Folgen haben. Die gesamte SPD-Führung hat gesagt, wenn Gerhard Schröder an seinen gut bezahlten Mandaten bei Putin festhält, kann er nicht mehr Mitglied der SPD sein. Jetzt sagt er uns über ein Interview in der New York Times, dass er genau das vorhat, nämlich seine gut bezahlten Jobs bei Putin zu behalten. Und deswegen ist die SPD jetzt aufgerufen, ihren Worten Taten folgen zu lassen. Hannover 96 hat den Kanzler schon ausgeschlossen. Was Hannover 96 kann, muss auch die SPD schaffen. Ja, wäre es doch so einfach wie beim Fußball, Peter Thiele, unser Chefreporter hier im Studio. Was glaubst du, wie geht das weiter? Man eiert da schon so ewig rum, distanziert sich aber auch nicht wirklich eindeutig und klar mal von Gerhard Schröder. Also es gibt einige in der SPD, das muss man denen dann zugute halten, die sind aber nicht die erste Reihe, sowas wie Michael Roth, das ist der Außenexperte, die sich distanzieren. Aber wenn die SPD Gerhard Schröder jetzt nicht feuert, jetzt kein Parteiausschlussverfahren anstrengt, dann ist die SPD komplett unglaubwürdig. Dann verliert auch der Kanzler den letzten Rest seiner Glaubwürdigkeit. Und dann verlieren auch die Parteichefs den letzten Rest ihrer Glaubwürdigkeit. Lars Klingbeil muss das jetzt machen, auch als persönlichen Befreiungsschlag. Er hat sehr lange für Gerhard Schröder gearbeitet und er hat selbst in diesem Bundestagswahlkampf noch mit Gerhard Schröder Wahlkampf gemacht. Wenn er sich jetzt nicht wirklich endgültig lossagt und ein Parteiausschlussverfahren macht, dann klebt das an Lars Klingbeil mit, an dem Co-Chef der SPD. Und man muss sich bei der SPD aber die Frage stellen, wen wollen die eigentlich noch alles schmeißen? Die müssen ja normalerweise auch bei Frau Schwesig noch mal ganz genau nachgucken, die ja wirklich eine Matrioschka war. Also der Spitzname war, wenn man Küsten war, ich habe früh gesagt, sie ist ja eher eine Matrioschka. Also wer sie aufmacht, der findet da den Kreml drin. Das, was da gelaufen ist mit Nord Stream 2, Matthias Platzek, der ehemalige SPD-Chef, vergisst man ja gerne, dass er nicht nur Ministerpräsident von Brandenburg war, sondern auch mal kurzzeitig Chef der SPD, der ja auch als Kreml-Propagandist unterwegs war. Also ein Netzwerk. Ein Netzwerk, Sellering, und es geht doch bis rein in die ganzen Landesregierungen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und bis nach Nordrhein-Westfalen. Wir haben da einen Moskau-Hannover-Sumpf, der ist bis heute nicht aufgearbeitet worden. Und man muss dann
aber auch sagen, wir haben ein Riesenproblem in der SPD. Das macht sich an Gerhard Schröder und der daran folgenden Personenkette fest. Wir haben es auch in anderen Parteien, wir haben es auch in der Union, wir haben es vor allem auch in der CSU. Aber wenn Gerhard Schröder jetzt nicht aus dieser Partei fliegt, dann hat die SPD wirklich aus. Die Parteivorsitzende, Co-Vorsitzende Saskia Esken rettet sich aktuell noch raus, dadurch, dass sie sagt, er soll doch jetzt bitte austreten, aber aktiv in die Rolle derer reinzugehen, die sagen, wir wollen dich hier nicht mehr haben. Das hat die SPD-Spitze ganz offenbar noch nicht gemacht und das hat der Kanzler auch ganz offenbar noch nicht gemacht. Das ist Feigheit vor dem Feind. Wer Gerhard Schröder noch als Freund sieht, wer Gerhard Schröder noch als seinen Genossen sieht hier in Deutschland, in dieser aktuellen Situation, der hat nicht verstanden, was das Wort Genosse bedeutet. Genosse, das sind Leute, die schließen sich zusammen, die haben einen gemeinsamen Willen. Wer mir aus der SPD-Führung jetzt noch sagen kann, ich halte das mit Gerhard Schröder noch in einer Partei aus, der muss man wirklich mal seinen Standort neu definieren.